Vielleicht ist der Schatz noch im Restaurant. Ein Schatz? Oh! Oh Mann, was mag der Schatz sein? Gut, dass wir die Einzigen sind. Die von diesem echt geheimnisvollen Schatz was wissen. Weihnachten, Schatzsucher-Spezial. Startet eure sprichwörtlichen Motoren, denn das Rennen beginnt. Wer in Jellystone findet Lippis und Hardys geheimen, verloren gegangenen Schatz? Die Bürger machen vor nichts Halt auf ihrer wilden Suche nach den mysteriösen Kostbarkeiten. Ich höre gerade, dass die stadtältesten Bürger Jellystones, Hardy Haha und Lippi Löwe, uns etwas mitteilen möchten. Wir schalten zu dir, Snagglepuss. Also, erzählt uns von diesem Schatz. Der Schatz birgt etwas Unbezahlbares, Legendäres, Raffiniertes sogar. Hey, das ist mein Spruch. Sogar. Also, ich sag dir eins. Derjenige, der ihn findet, ist ein wahrer Glückspilz. Oder eine wahre Glückspilzin. Oh, Lippi, wie gleichberechtigt von dir. Da haben Sie es, liebe Zuschauer. Wer findet ihn zuerst? Ich bin so gespannt auf den Schatz. Lippi und Hardy sagten, der Schatz sei an einem nebligen und feuchten Ort. Meinem ekligen Feuchtigkeitsmometer zufolge ist das hier der feuchteste Ort in ganz Jellystone. Hä? Oh, hey Leute, ich mach gerade etwas Hot Yoga. Ich habe sogar Dampf aufgesetzt. Sag uns, wo Lippis und Hardys Schatz ist. Ich weiß nichts über einen Schatz, aber ich habe sie gestern Abend gesehen. Wo? Hab's vergessen. Zeit für guter Kopf, böser Kopf, cooler Kopf. Hey, Peter, ich muss sagen, du bist ja toll in Form. Oh, ja, danke. Also, wo warst du gestern Abend? Oh, ich war, Moment, ich sag's euch nicht. Nö. Ich bin der böser Kopf. Du sagst uns jetzt, wo du warst, oder wir nehmen die kleine Lady hier mit. Handschellen, Jungs. Oh nein, Ballonschein. Hey, Leute, seht euch meinen Sprung an. Okay, okay, okay. Ich kann euch nicht sagen, wo ich war. Das ist so peinlich. Aber Lippi und Hardy waren auch da und haben sich mit einem winzig kleinen Typen über was Seltsames gestritten. Das genügt uns, Kleiner. Gut. Alles okay, sie sind weg. Okay, also Lippi und Hardy sagten, sie sind an einem lauten und dunklen Ort eingeschlafen, ja? Dann sieh dir das an. Ich sehe das Poster jeden Tag auf meinem Arbeitsweg. Le Schreck. Laut und dunkel. Hübscher Kartenmann, was weißt du über diese ausgefuchsten Großeltern? Was? Ich kann euch keine Auskunft geben. Das würde die heilige Bindung des Kartenverkäufer-Kinobesucher-Vertrauensverhältnisses stark verletzen. Ich mach das, Lupi. Ich entlocke ihm die Informationen mit meinen femininen Tricks. Hey. Hey, erzähl uns ein bisschen was über die alten Leutchen, mein Großer. Auga, ja. Was macht sie da? Ich fühle mich dabei wirklich unwohl. Oh, ja. Gefällt dir das? Die Nummer sieht aus wie ganz schräges Performance-Theater. Grrr, darauf habe ich keine Lust. Oh, sie verscheucht uns die Kundschaft. Gib uns, was wir wollen, und wir lassen dich in Ruhe. Okay, gestern Abend waren die beiden in der letzten Vorstellung von Das Kettensägen. Ich weiß es noch genau, weil sie winzige, freizügige Kleidung trugen. Merci, Monsieur, für Ihre Unannehmlichkeiten. Oh nein, meine Güte, wieso? Das will ich nicht. Lippi und Hardy haben gesagt, dass sie essen gegangen sind. Und am Hafen gibt es das beste Essen der Gegend. Eine Käsecremetüte mit echtem Parmesan. Oder einen frittierten Becher Milch, um groß und stark zu werden wie ich. Oh ja, ich liebe es hier. Hey, sieh nur, da sind sie. Karikaturen, hier bekommt ihr eure Karikaturen. Hallo, Herr Künstler, Sir. Haben Sie gestern vielleicht Lippi und Hardy gesehen? Ich weiß nicht mehr. Aber wenn ihr eine Karikatur kauft, fällt es mir sicher wieder ein. Oh, hier. Oh ja, Miguel und Ha waren gestern hier. Sie kamen gerade aus einem Restaurant. Für mich wirkten sie so, als hätten sie es echt eilig. Hier, für dich, Meister. So sehe ich doch nicht aus, oder? War das alles, schräger Mann? Oh, meine Erinnerung ist leider ein wenig vernebelt. Legen Sie ihn fast zu, wir haben keine Zeit. Die beiden sind vor jemandem weggelaufen. Oh, sie waren nur mit Handtüchern bekleidet, haben gefragt, ob ich ihnen Klamotten besorgen kann. Hier, Kleiner. Nein, so sehen andere Menschen mich doch nicht. Vor jemandem weggelaufen? Die Hinweise verdichten sich. Danke, Künstlerhund. Hey, mein Freund, ich gebe dir noch eine letzte Karikatur. Geht aufs Haus. Ich habe keine Stinklinien.